Resident Evil Survivor. Wir könnten das Spiel heute ziemlich gut beenden, glaube ich. Gucken wir mal. Und ich habe schon alles vorbereitet oder fast alles, damit wir relativ nahtlos mit Code Veronica anfangen können, sollten wir jetzt wirklich fertig werden. Und noch genug Zeit übrig sein. Wegen einer Viertelstunde oder so fangen wir jetzt nicht mehr mit Code Veronica an. Aber gucken wir mal. So, Knöpfe, bitte tut noch was. Gut. So, ganz kurz nochmal die Steuerung ins Gedächtnis rufen. Wir sind, wenn mich nicht alles täuscht, durch die Tür gekommen, oder? So ziele ich. So schieße ich. Alles gut. Let's go. Oh, oh Gott. Verdammt, wie komme ich ins Menü? Geht gleich mal mit dem Jumpscare los. Jetzt bin ich wach auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. Ich habe mittlerweile ein paar Sorten von dem Starterpaket probiert. Ich kann sie dir mal sagen von Holy, wen du möchtest. Wenn du möchtest. Welche du gerne magst, schreib mir gerne mal deine Lieblingssorten. Ich habe jetzt durch den Adventskalender wieder einige Sorten probiert, die ich tatsächlich schon länger nicht mehr probiert hatte, die aber schon auch echt gut sind. Ich habe mich so auf Apfel und hier Dingsy eingeschossen, Minze und grüner Tee, dass ich die anderen teilweise gar nicht mehr auf den Schirm hatte. Aber es gibt schon verdammt leckere Eistees bei Holy, da lohnt es sich echt, dass man durchprobiert. Sag mal, habe ich keinen Granatenwerfer? Doch hier. Okay. Springt da der Hunter durch die Tür. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich schon sagen. Touché-Spiel, nicht schlecht. Der Hibiskus ist bis jetzt, finde ich, am besten. Ich weiß nicht, was bei Hibiskus drin war. Mit dieser Schüssel, mit diesen blauen Bären über den Kopf. Ich weiß genau, was du meinst, aber mir fällt es gerade auch nicht ein. Ah, weil witzigerweise war das auch im Holy Adventskalender und ich hatte das erst vorgestern oder so. Und auch ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Du wirst übrigens lobend in meinem Jahresrückblick erwähnt werden. Das freut mich. Das ist schön. Hi, Holy Cow, wie geht's? So, lass mich mal. Wisst ihr was, nehmen wir die Schrotflinte. Haben wir noch Munition für die Schrotflinte eigentlich, außer einen Schuss? Ja, hier, guck. Das Menü ist auch ein bisschen verwirrend, ne? Ich glaube, man kann es auch nicht sortieren. Wäre schön, wenn die irgendwie da ein bisschen besser automatisch sortiert hätten. Aber man kommt schon klar. Es geht schon. So ist es auch wieder nicht. Ich finde Resident Evil Survivor ehrlich gesagt ganz amüsant, ne? Es ist halt irgendwie ein kleiner Spin-off, würde ich sagen. Hey! Bulaliel ist jetzt ein Birdrider. Ich muss das mal ein bisschen lauter machen hier, glaube ich. Vielen, vielen Dank, das Knuddel, für 5 verschenkte Abos. Xing Chains ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, das freut mich natürlich sehr. Sehr weihnachtlich von dir. Dankeschön. Hunter wollte nur kuscheln. Ich glaube auch, die brauchen nur Liebe. Lidanta 89 ist jetzt ein Birdrider. So. Die bärtige Mutti ist jetzt ein Birdrider. Die bärtige Mutti. Na dann. Einen haben wir noch, glaube ich. Dark Aphrodite ist jetzt ein Birdrider. Yay! Hey, vielen, vielen Dank, das Knuddel. Das ist wirklich mega nett von dir. Dankeschön. Freut mich sehr. Okay, let's go. Weiter geht's. Durch die Tür. Nächstes Gebiet. Bam. Mir geht's so eigentlich auch ganz gut. Holy cow. Resident Evil 2, ich freue mich schon echt auf die Remakes. Ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor Resident Evil 7. Das habe ich tatsächlich nur 2-mal in meinem ganzen Leben durchgespielt, was für die neueren Resident Evil selten oder wenig ist. Wobei,
3 Remake habe ich auch nur zweimal gespielt oder so. Aber auf jeden Fall finde ich Resident Evil 7 schon sehr gruselig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich bin schon immer froh, wenn ich dann durch bin, weil das hat schon ein paar Passagen, wo ich ganz schön ins Schwitzen komme. Und da gruselt es mich jetzt schon ein bisschen davor, wenn ich dran denke, dass wir das live im Stream spielen. Über solche Horrorspiele, die ich wirklich unheimlich finde, spiele ich dann auch oft gerne einfach mal. Na, können wir nicht interagieren mit dem? Spiele ich halt dann oft gerne so häppchenweise und nicht so lange am Stück. Aber das kriegen wir schon hin. Du machst das schon. Ich muss persönlich auch sagen, Teil 7, welches das erste Mal spielt habe, ich mich in einem Raum von dem Vater rausgetraut habe, habe ich eine halbe Stunde Überwindung gebraucht. Ja, ja. Ich finde, 7 ist schon, glaube ich, kann man schon sagen, oder? 7 ist, glaube ich, schon der ziemlich gruseligste Resident Evil-Teil überhaupt. Remake 2 ist auch ziemlich düster. Der ist schon auch unheimlich, finde ich. Aber 7 ist schon der krasseste, finde ich. Gerade am Anfang so, die erste Hälfte. Wir sind in Danger. Gefahr. Schnell geh ins Menü. Wir brauchen endlich mal eine von unseren vielen Heilungen, die wir haben. Use. Ich könnte mal gucken, ob wir. Wie viel Heilung haben wir eigentlich noch? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kombiniere mal ein bisschen Kraut, glaube ich. Ja, wir haben schon ein bisschen was. Grün und Rot. Bam. Dann haben wir noch ein blaues. Ich benutze das mal. Machen wir ein Superkraut. Die heißen beide Mixed Herb. Man sieht es zwar in der Grafik, aber das Spiel unterscheidet vom Namen her, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Nee, die heißen genau gleich. Minimal verwirrend, aber es ist eigentlich wurscht. So, die beiden kombiniere ich jetzt auch noch. Wurscht, dann haben wir ganz viele Mixed Herbs, die echt nicht gut sortiert sind. Alles gut. Gut, dann ist das Inventar auch gleich ein bisschen besser aufgeräumt. Könntest du den Spielsound leiser machen? Na klar, wartet. Wir müssen wieder hier unseren Softspot finden. Leider jedes Update, ne, jede Kleinigkeit zerrennt mir leider wieder hier alle Einstellungen. Marco, vielen, vielen Dank für die 10 Euro auf YouTube. Das ist ja super nett von dir. Das Katzenfutter geht auf mich. Sollte die Miete wieder zu Hause sein. Dankeschön. Das ist wirklich nett von dir. Das freut mich sehr. Okay. Let's go. Ja, es war mit den Lickern auch gerade noch so eine laute Stelle, ne? Jetzt soll es wieder. Sag mir Bescheid. Ne? Game Sound ist immer so eine Sache. Ich weiß immer noch nicht, haben wir jetzt irgendwas schon gemacht eigentlich? Habe ich an der Kurbel gedreht? Es gab nicht wirklich eine Animation? Oder muss ich hier zum ersten Mal irgendwas anklicken? Hier hat er was gesagt. Ja, okay. Nee, wahrscheinlich habe ich schon irgendwas gemacht, sonst wären die Licker nicht gekommen, oder? Dead Aim hat einen tollen Soundtrack. Okay. Ja, auf die Spin-offs bin ich auf jeden Fall gespannt. Ach, guck, irgendwas passiert. Keine Ahnung genau, warum jetzt eigentlich, aber gut, wir haben es geschafft. Gut gemacht. Teamwork. Yay. Da kommt irgend so ein Hängeauto. Wie heißen die? Kabel? Seilbahn. Ja, oder? Seilbahn. Ha, wundere mich fast, dass hier draußen jetzt nicht wieder was auf uns gewartet hat. Achtung, jetzt kommt's. Dachte ich mir doch. Wir gehen trotzdem rein. Na gut, okay. Wir werden anscheinend begleitet. Auf jeden Fall wollen wir den jungen Lot retten. Das stimmt. Das ist ja gemein, ey. Aber habt ihr meine Spinnensensoren gesehen, die gleich ausgeschlagen haben? Aber schon gemein, wie einem dir direkt nach der Cutscene vor die Flinte geworfen wird, ne? Wo war gleich nochmal...
weil ich höre ich hör gruselige Geräusche. Wo war denn gleich nochmal die Taste, die mich... Aha, da. Oh! Nein, habt ihr das gesehen? Nein, hört auf, Hunter. Ich hab direkt zwischen seinen Beinen durchgeschossen, ey. Nicht schlecht. Das muss man erstmal schaffen. Oh Gott, oh Gott. Ich versuche es mal mit normalen Granaten. Sollte ich mir die Granaten aufheben? Nee, komm, YOLO. Raus damit. Hä? Wo kam denn? Ist der gerade irgendwie über mich drüber gesprungen? Oder habe ich den mit der ersten Granate irgendwie aus der einmal rund um den Globus geboxt, dass er wieder hinter mir war? Ich verstehe nicht, was da gerade passiert ist. Hauptsache sind alle tot. Gut. Aber das war jetzt leicht verwirrend für mich. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich finde das ganz spannend, ne, dass wir jetzt hier mit Resident Evil Survivor zum ersten Mal ein First-Person Resident Evil bekommen haben. Wie wir heute wissen, mit Abstand nicht das letzte. Aber es ist im Grunde so ein bisschen die Umsetzung der Originalidee fürs erste Resident Evil. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde jetzt Resident Evil Survivor eigentlich auch ganz nett, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, voll das Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass man enttäuscht sein könnte, wenn man ein richtiges Resident Evil erwartet, ne? Aber so, wenn man wirklich so als Spin-off reingeht, ist das schon in Ordnung. Es ist immer noch sehr laut, gerade die Explosion, ne? Naja, aber auf jeden Fall... ich mach's nochmal ein Stück leiser, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ist es schon ganz gut, glaube ich, dass die sich dann für die feststehenden Kameras entschieden haben. Ich hätte so gerne ein Magnum, weil jetzt müssen wir, glaube ich, mit der Pistole gegen die alle kämpfen. Na, wir haben noch ein bisschen Shotgun. Nehmen wir die mal. Aber wie viel Munition haben wir noch für die Shotgun? Ein Schuss, glaube ich, ne? Ha. Ja, komm, raus damit. Okay, das war's. Let's go. Ich verstehe immer noch ehrlich gesagt nicht ganz den Unterschied zwischen den verschiedenen... ich habe jetzt nur einen Ticken leiser gemacht. Zwischen den verschiedenen Pistolen, die wir gefunden haben. Und dann auch noch die Hunde. Es ist schon gerade gemein, das Spiel. Nein, der Hund ist schneller als ich. Damit, der hat das Rennen eindeutig gewonnen. Was ist denn hier Auto-Aim? Mach mal deinen Job. Das wäre so cool, wenn das gehen würde in dem Spiel, dass ich Mr. X manipulieren kann, dass er versehentlich die Hunde boxt, ne? Oder so. Okay. Ich bin so froh, dass ich den Laufknopf beim letzten Mal noch gefunden habe, ey. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Sind schon alle Hunde tot? Das wundert mich direkt. Ich mach den jetzt fertig, oder? Wir haben hier unendlich Pistolenmunition. Ach, war's das schon? Weichei. Ich frage mich wirklich, ob das immer der gleiche sein soll oder nicht. Oh, nein! Der Drop für uns, die Waffe, die sehr effektiv gegen lebende Dinge ist. Wow, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir den kaputt gemacht haben. Ich freue mich. Das war ein guter Loot. Wir sind auf Caution. Ich speichere mal. Barry lässt grüßen, ganz genau. Ich speichere mal kurz. Vorsicht, nicht, dass ich die falsche Taste drücke. War die richtige. Gut. Puh, Glück gehabt, Leute. Das ist wirklich... Ich bin so froh, wenn wir endlich zu den Resident Evil-Spielen kommen, die für Konsolen, für aktuelle Konsolen, die halt verfügbar sind, die ich wirklich spielen kann. Weil meine PlayStation, meine alte, ist komplett kaputt. Ich habe schon mal öfter... Was war das? Genau, das Resident Evil Adventure. Akte X Adventure. Das wollte ich auf meiner PlayStation 2 streamen. Ich weiß nicht, ob da von euch welche dabei waren. Ist schon länger her.
Und da hatten wir massive Probleme. Und erst als ich dann meine PlayStation 1 wieder mehr oder weniger zum Laufen gebracht habe, lief das. Also ich weiß nicht, woran es lag, ehrlich gesagt. Eigentlich ist ja die PlayStation 2 abwärtskompatibel und das Spiel hat auch funktioniert. Aber irgendwie nicht sehr gut. Es hatte Fehler dauernd und war irgendwie weird. Ah, das war ganz komisch. Deswegen, und der Controller hat auch nicht richtig funktioniert. Also das war irgendwie weird. Deswegen, ja, gut. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn wir nicht mehr emulieren müssen, weil das ist schon immer ein bisschen umständlich und doof. Deswegen freue ich mich sehr, wenn wir in die Ära kommen von Resident Evil Spielen, die wirklich verfügbar halt einfach aktuell sind. Oh, wir haben viele Möglichkeiten. Ich gehe einfach mal durch die Tür. Bin gespannt. Mr. X und Resident Evil 2 Remake ist so nervig. Hey, ich muss auch sagen, ich finde den grundsätzlich voll cool, technisch voll spannend, voll cool, wie der funktioniert, dass der wirklich anscheinend einen hören kann und so, also über Räume hinweg, je nachdem wie schnell und laut man sich bewegt, voll spannend, aber er geht mir auch auf Dauer einfach nur auf die Nerven, Mr. X. Hau doch ab. Soll der Sound gerade so komisch sein? Sind wir jetzt tot? Game over? Okay, das war weird. Weirdeste Sequenz ever. Oh Gott. Oh, ich wollte gerade sagen, ich höre was. Ich muss sagen, Mr. X bzw. die Tyrants in dem Teil sind irgendwie alles andere als gefährlich. Ich weiß auch nicht. Selbst wenn er uns mal trifft, macht er nicht so viel Schaden und die sind langsam und man kann sie einfach normal mit der Pistole wegpisteln, vorausgesetzt Auto-Aim funktioniert. Au. Guck mal, der hat uns jetzt schon dreimal getroffen und wir sind immer noch auf Caution, schon die ganze Zeit. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu weit laufe, nicht dass neue Gegner spawnen. Hallo? Oh, da ist er. Das ist schon... Was macht denn Auto-Aim dauernd? Und warum trifft er uns dauernd? Oh, oh, jetzt sind wir auf Danger. Okay, jetzt sollte ich uns vielleicht mal heilen. So. Ja, ich finde sogar... Also, weiß ich nicht. Ich bin... Oh, ein Schuss hätte noch gefehlt. Na, super. Ich finde sogar Lady Dimitrescu deswegen nicht ganz so nervig wie Mr. X, weil die Passage kürzer ist. Lady Dimitrescu ist schneller vorbei, irgendwie. Aber ja, ich bin auch kein Fan von, also spielmechanisch, nur rein spielmechanisch, bin ich auch kein Fan von Dimitrescu. Ich bin einfach kein Fan von so Stalker-Gegnern. Hey, ich bin gerade so froh, dass ich nicht vorher noch ungefähr einen Meter weitergelaufen bin, weil zwei Mr. X gleichzeitig wären, glaube ich, echt ein bisschen nervig gewesen. Hallo? Tranchi? Kommst du noch? Ich höre ihn stampfen in der Dunkelheit. Ja, wo ist er denn? Es ist eigentlich, wisst ihr, was in Wirklichkeit eigentlich voll die Schwachstelle von so einem Mr. X wäre? Das Spiel, das wir hier spielen, da kommen wir noch dazu, etabliert ja ganz viel Lore über Mr. X, die bis heute aktuell sind. Und, guck mal. Hab ihn. Und unter anderem wird eben etabliert, dass die nicht etwa durch einen Parasiten kontrolliert werden oder ne, irgendwie ansonsten trainiert sind, sondern dass die tatsächlich im Grunde durch ein Implantat in ihrem Kopf kontrolliert werden. Und das kann man schönerweise im Resident Evil 2 Remake auch schön sehen, dass der da was im Ohr hat. Also das ist wirklich schön gemacht. Und das wäre in Wirklichkeit einfach sowas von deren Schwachstelle, weil wenn man denen einfach ihren kleinen Stöpsel im Ohr kaputt schießt, dann könnten die nicht mehr kontrolliert werden. Oh Gott, ich höre... Nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt gleich noch einer. Und dann würden sie wahrscheinlich Rampage gehen einfach nur, ne? Das hat gerade wirklich voll so Retro-Shooter-Vibes. Ich fühle mich fast ein bisschen wie ein Turok im ersten. Aha, ich höre noch einen.
Headshots überhaupt was bringen, bestimmt, oder? Wow, der hat gerade eine Ram-Attacke gemacht. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Krass. Ich glaube, die hätten mit allen im Grunde, mit allen Lords aus Village wahrscheinlich ursprünglich mehr vorgehabt. Da würde so viel mehr storytechnisch drinstecken, ne? Aber da habe ich ja schon oft drüber geredet. Ich finde es auch schade. Die haben im Grunde wirklich... Dimitrescu wird, glaube ich, noch so am meisten behandelt, storytechnisch im Schloss. Vor allem auch die Töchter und so. Und das schon ganz nett. Aber auch da wird ja viel nur angedeutet. Und letztendlich bleiben viele Fragen offen, die das Spiel nicht beantwortet. Und gerade bei Beneviento und Moreau ist ja ganz, ganz viel Potenzial, das aber auch nicht genutzt wurde. Leider. Ja, die Baker-Familie ist grundsätzlich super. Da stimme ich auch zu. Jack Baker gehört für mich zu den besten Resident Evil-Antagonisten überhaupt. Wenn nicht sogar mein Lieblingsantagonist. Ich liebe Jack Baker. Und ich finde es so schade, dass die das nicht irgendwie... Na, die hätten die Baker-Familie in Village einbauen können, wenn die gewollt hätten. Und ich hätte es großartig gefunden. Die hätten einfach sagen können, hey, guck mal, in Ethan ist quasi immer noch die Baker-Familie gespeichert und man hätte die vielleicht in Visionen oder auch vielleicht sogar mehr oder weniger real in der echten Welt treffen können. Aus dem Megamycet neu geboren. Ich hätte es so großartig gefunden. Jack Baker ist einfach der Beste. Hey, also ich glaube, kein anderer Charakter im gesamten Resident Evil-Universum hat so einen krassen Tyrant-Headcount wie hier unser Resident Evil Survivor-Hauptcharakter. Das ist ja irre. Irre, wie der die Tyrants mit seiner Pistole der Reihe nach wegschießt. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, haben wir es hier immer mit demselben Tyrant zu tun oder sind es verschiedene oder was will das Spiel da darstellen? Aber jetzt hier in der Passage... Ah, schade. Ich dachte, vielleicht... treffen wir ihn, bevor er uns trifft. Hier in der Passage ist jetzt relativ klar, dass wir es hier mit verschiedenen Tyrants zu tun haben. Und der schießt die einfach weg wie sonst noch was. Die Frage, die man stellen kann, ist, sind die wirklich tot? Ne? Bringt unser Hauptcharakter hier die tatsächlich erfolgreich um? Oder kann er sie nur so kurz außer Gefecht setzen? Das wissen wir natürlich nicht. Aber meine Güte, ballert der die weg. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir hätten auch einfach durchlaufen können, ne? Aber mir war es lieber, weil wenn noch irgendwas Schnelles, Kleines dazugekommen wäre zu den Tyrants, dann wäre es eventuell echt blöd gelaufen. Naja. So ist das eben. Wartet mal schnell. Wartet mal kurz. Ich muss mal schnell was nachschauen, damit ich euch das vielleicht auch gleich zeigen kann. Einen Moment. Ich suche gerade ein gutes Bild, wo man das erkennen kann vielleicht. Ja, einigermaßen. Versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Wartet mal. Wo ist die richtige Quelle? Screen übertragen. Hier, guckt mal. In dem Bild hier. Das ist ein bisschen im Schatten und so. Aber man kann hier... so ein bisschen, seht ihr das? So ein kleiner, wie so eine Kugelschreiberkappe, die ihm so in der Stirn steckt. Ist nicht wirklich im Ohr. Der Stöpsel im Ohr war so, ne? Aber hier, dieser kleine, wie so eine Antenne quasi. Das ist das quasi. Und das hat im Grunde hier Survivor, das wir gerade spielen. Ich meine, es war Survivor. Wir werden es gleich noch sehen. Der zweite war es sicher nicht. Dead Aim? Na, glaube ich auch nicht. Müsste schon Survivor sein. Etabliert das storytechnisch und das Remake hat es quasi aufgegriffen mit diesem kleinen Ponöpel hier. Die gehen, ich glaube, es gibt im Remake vom zweiten kein Dokument, das das irgendwie nochmal hervorhebt oder so. Es ist wirklich nur dieser kleine Ponöpel, der quasi durch einen Hut so ein bisschen versteckt wird. Aber finde ich schön irgendwie. Eine nette kleine Referenz, wenn man so will. Und eine Bestätigung. So, weiter geht's. Ach so, Moment, ich habe wieder hier... Ah, Moment. Das hatten wir beim letzten Mal bei Dino Crisis schon, ne? Da hatten wir plötzlich Bild im Bild. Auch gut. You unlocked the door. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Wenn wir jetzt wieder oben sind, wo wir vorher waren, macht das alles überhaupt keinen Sinn.
Oh, okay. Shit. Ich hätte so gern schon die Magnum. Oh, wir hätten... Oh, nehme ich die? Ich nehme sie. Komm. Ich habe jetzt so viele Tyrants mit der Pistole erschossen. Ich habe es mir verdient, dass wir jetzt die sehr effektive Waffe gegen Lebendes für die Hunter benutzen. Oh nein, die dritte war komplett... Ich habe mich verdrückt. Egal. Aber dass der zweite zwei Schuss gebraucht hat, finde ich auch gemein. Okay, cool. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, wo wir eigentlich sind. Ich bin komplett verwirrt. Wir sind ganz woanders. Okay, cool. Dann gehe ich mal durch die erstmögliche Tür. Gucken wir mal. Locked from the other side. Ich speichere mal. Bam. Ich würde mir mal ein Resident Evil in Indien wünschen. Aha, warum das? Das klingt auf jeden Fall voll interessant, aber wieso genau ausgerechnet in Indien? Jetzt, da ja hier Peter Fabiano Capcom verlassen hat und die Winter Saga zu Ende gegangen ist und so weiter, haben wir halt überhaupt keine Ahnung, was in einem Resident Evil 9 passieren könnte. Aber während Resident Evil 8 hätte ich noch so auch die Theorie gehabt, dass die vielleicht jetzt tatsächlich aus der Resident Evil-Reihe oder mit der Resident Evil-Reihe so ein bisschen die verschiedenen... Was machen denn die Hunde da? Die verschiedenen Mythologien der Welt durchgehen, ne? Es gibt ja Gerüchte darüber, ob man die glauben will, ist wieder eine andere Frage, aber hartnäckige Gerüchte auf jeden Fall, dass Resident Evil 9 so ein bisschen amerikanische Kryptiden als Thema nehmen soll. Also so ein bisschen wie, irgendwie ist die KI der Hunde komplett kaputt, so ein bisschen wie Fallout 76 das auch macht. Keine Ahnung, was das gerade ist. Ja. Und das klingt für mich deswegen nicht abwegig, weil die Theorie hatte ich ja schon bei Village, ne? Dass man so ein bisschen die Kryptiden sich in den USA angucken könnte, die japanische Mythologie vielleicht, und da ein paar Wesen durch Virus oder Mutation begründet ins Leben ruft. Und so könnte man wirklich so ein bisschen die verschiedenen, ja, übernatürlichen Geisterwelten der einzelnen Kulturen in Resident Evil zum Leben erwecken. Weil wir hatten ja in 7 so diesen ganz klassischen, typischen Hillbilly-Horror. Ist ja ein uraltes, bekanntes Thema in so Horrorfilmen. Und in Village hatten wir jetzt so europäischen, antiken Horror mit Werwölfen und Vampiren und dem ganzen Zeug. Da hätte ich es gar nicht so abwegig gefunden. Okay, man kann Hunter tatsächlich auch recht gut mit der Pistole töten. Ich glaube, einzelne Hunter werde ich ab jetzt pistolieren. Ich höre schon wieder was. Wo kommst du her? Oh Gott, ey. Dadurch, dass manche Gegner so... Ah, da ist noch einer. Dadurch, dass manche Gegner so schnell sind und unsere Figur so schwerfällig, ist das manchmal schon fast ein bisschen stressig oder gruselig. Ah, anscheinend offensichtlich macht die Pistole in nächster Nähe mehr Schaden als auf weite Entfernung. So sieht es zumindest aus. Ein Resident Evil in Deutschland wäre interessant. Kämpft man dann gegen Wolper-Dinger und Räuber Hotz und Blotz? Ja, so Drachen wären das dann am ehesten, ne? In der deutschen Mythologie, wenn man guckt. Gibt es bestimmt viele interessante Wesen. Ich meine, viele Sachen wie so Nachtalb und sowas ist ja in ganz Europa unterwegs. Also da könnte man auf jeden Fall viel machen, wenn man will. Das stimmt. Aber ich finde, Räuber Hotzenplotz als Endboss in Resident Evil wäre schon auch interessant. Fände ich auch cool. Oh Gott, oh Gott. Die Hunde laufen gerne im Kreis. Ja, die waren ein bisschen kaputt gerade. Hey, Rocket Raccoon, wie geht's? Ist lustig, ich habe den Namen als erstes mit Raccoon City in Verbindung gebracht, weil wir logischerweise gerade bei Resident Evil sind. Aber das ist natürlich die Marvel-Figur, ne? Wahrscheinlich ihr.
schlimmer Papierkram ist dann ja die Bürokratie. Die Bürokratie ist dann das Monster in Resident Evil Deutschland. Ah! What? Da spielt man dann einen BSAA-Agenten aus Deutschland und dann muss man 6 Stunden lang Papierkram ausfüllen und Sachen einreichen und Telefonate führen. Es ist ein reines Multiple-Choice-Dialogspiel eigentlich. Und dann darf man am Schluss irgendwie seine Handfeuerwaffe einmal abfeuern, hat man eine Lizenz dafür und dann ist es durchgespielt quasi. Klingt plausibel. Ein bayerisches Setting mit Söder als Endboss. Ja, das sehe ich auch. Oder mit Stoiber. Ja gut, sie können mich quasi schon erschießen. Aber praktisch bin ich ja mit dem T-Virus sozusagen infiziert. Da ist noch ein zweiter, ich hab's mir schon gedacht. Ihr seid zwei kleine Lümmel. Hier ist es auch ein bisschen eng. Ist schon ein bisschen gemein. Ich habe echt fast Angst weiterzulaufen, weil ich Angst habe, dass da gleich noch ein dritter rauskommt. Ja, blockiert euch ein bisschen gegenseitig, das ist sehr nett. Ich muss jetzt gleich an den beiden vorbei. Ich hoffe, dass wir nicht zwei Doppelwumms abkriegen. Das wird ein langer Kampf, glaube ich. Ach, sag bloß, der erste ist schon tot. Dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Jawohl, passt. Sehr schön. Sie steigen quasi in die Umbrella-Hauptzentrale ein. Und dann bedarf es nur noch eines Sprühens in die lodernde Flut sozusagen, meine Damen und Herren. Und schon wird Umbrella die Kontrolle über diese Stadt praktisch errungen haben. Ich sehe das. Der Bestäuber wäre ein guter Superbösewicht. Okay, wir haben irgendeinen Switch angeturnt. Das war keine Absicht, das war nur komisch übersetzt. Ein Resident Evil mal aus der Sicht von Umbrella. Im Grunde ist das Operation Raccoon City. Das ist vor Resident Evil 6 erschienen. Zu dem kommen wir auch noch. Das habe ich tatsächlich auch gespielt und finde es gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Auch wieder so ein Multiplayer-Dingens. Da kommen wir noch dazu. Das ist quasi so ein bisschen mal ein Spiel aus der Sicht von Umbrella. Und da gibt es natürlich noch bei Darkseid Chronicles die Sicht von Wesker, was ich auch ganz cool finde. Weil deine Version von dem Spiel in die Cam, das Spiel existiert quasi nicht. Das ist ein Kryptid. Ein digitaler Kryptid. Niemand besitzt dieses Spiel, kann mir keiner erzählen. Und außerdem ist das Capcom auch ziemlich sicher scheißegal. Hey, wenn so eine, weißt du, wenn man das Spiel irgendwie kaufen könnte, sofort mit Handkuss, gebt mir eine Collector's Edition, irgendeine Sammlung von klassischen Resident Evil auf den Spin-Offs, bin ich sofort dabei. Aber das Spiel ist quasi tot. Das existiert nicht. So. Ja, ich schätze mal, schauen wir mal, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich weiß es nicht. Welches Setting hätte eigentlich Resident Evil 6? Dieses Spiel hat mich irritiert. Welches Setting hatte das? Ja, Resident Evil 6 war in Bielefeld. Das wäre ein mysteriöser, seltsamer Ort auf jeden Fall.
Resident Evil 6 wollte, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung der CGI-Filme gehen. Ne? Sehr viel cineastischer und sowas. Das hatte, glaube ich, nicht so ein klares Setting, das man da irgendwie betiteln könnte. Das Thema war, glaube ich, irgendwie Terrorismus und Korruption so, ne? Und das Setting hat halt gewechselt. Aber das wollte halt eben wirklich meiner Meinung nach auch, also unabhängig davon, dass ich das Spiel einfach auch nicht mag, wollte das auch viel zu viel ernsthafte Story in die Resident Evil Welt bringen, die es so überhaupt nicht gibt. Ja, ja, auf eBay, das glaube ich schon. Gebrauch kann man das natürlich kaufen, aber da hat ja Capcom nichts davon, ne? Das ist schon klar. Hallo? Das hört sich so nah an, als wären die ganz in meiner Nähe hinter mir, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Am interessantesten waren die Gegnernamen, weil sie auf Serbisch waren. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Stellt euch mal ein Demake von Resident Evil 8 auf Sega Dreamcast vor. Ich finde so Demakes sowieso immer ziemlich cool. Ich mag das irgendwie total gerne. Ich finde das schon allein vom Konzept her irgendwie so witzig. Aber gleichzeitig ist es halt einfach so voll Nostalgie. Und teilweise ist es voll beeindruckend, wie gut die sind. Teilweise werden die Demakes ja dann wirklich, die laufen ja dann wirklich auf Original-Hardware, aber sind einfach erstaunlich gute Spiele. Und das sieht man, was halt früher auch schon möglich gewesen wäre, wenn man so ein bisschen mehr das Know-how gehabt hätte und die Tricks gekannt hätte, die man heute kennt. Und bestimmt, naja gut, Engine kann eigentlich nicht sein, ne? Naja, auf jeden Fall schon cool. Ja! Her damit! Computer blinkt so komisch. Dino Crisis hat mir gezeigt, dass ich mir jeden Bildschirm, der irgendwie blinkt, genau anschauen sollte. Resident Evil in mal Padawan-Spiel auch. Das ist ein sehr weird konstruierter Satz. Aber ja. Oh, guck mal, Ivies. Das ist ja auch nett. Different plants are being cultivated inside. Also verschiedene Pflanzen werden hier kultiviert. Und was sind das? Böse Mutantenquallen. Zellen. Okay. Sind wir jetzt eigentlich schon im Laborbereich? Ist das Spiel zufällig gleich durchgespielt? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, oder? Hi, Desert Railgun. Ja. Das Spiel ist gerade wieder sehr spannend. Also das hört gar nicht mehr auf mit dem Spannendsein von der Musik her. Nicht, dass irgendwas passieren würde. Oh, lecker! Aber das wissen wir ja schon, dass das Spiel das gerne macht, ne? Oh, oh, ich bin auf Danger! Oh Gott, und er holt zum nächsten Schlag aus. Nicht, dass das schief geht hier. Huh, reingehörbt. Activation Disc, für was auch immer. Oh oh, ich habe Geräusche gehört. Aber erst lesen wir anscheinend das Dokument. Das Dokument mit sehr spannender Musik. Das ist wahrscheinlich ein sehr spannendes Fabrikarbeiter-Tagebuch. Ich bin gespannt. Ja, das ist schon nett, dass die... Hey, aber ich hasse Spiele. Ich hasse Spiele, in denen ich nicht pausieren kann. Oder die nicht pausieren, wenn ich im Menü bin. Oh, das mag ich auch in Resident Evil 7 nicht jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich mag das nicht. Ich will in Ruhe mein Inventar managen können und sowas wie kombinieren und heilen können, ohne Angst haben zu müssen, dass mich irgendwas anspringt. Das ist natürlich von der Spiellogik her, also von der Echtweltlogik her, ziemlich doof. Aber das wäre furchtbar, finde ich. 5. August 1998. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe das Subjekt zum Operationstisch
gebracht und ihr und den Schädel extrahiert und Teile des Gehirns oder so ähnlich. Ich mache das immer und immer wieder, Tag für Tag. Es ist schrecklich. Die Schuld bleibt in mir die ganze Zeit, selbst wenn ich ins Bett gehe. Commander Vincent hat uns angeordnet, wir sollen sie nicht als, oder sie, betrachtet sie nicht als Menschen. Sie sind Rohmaterial für unsere Tyrants, die wir erschaffen. Aber wir sind es, die ihre Schädel aufschneiden. Ich kann sie nicht nur als Rohmaterial sehen. Es sind Menschen, genauso wie wir. Ich habe Commander Vincent gefragt, ob wir das Leiden wenigstens vermindern können. Aber er hat meine Anfrage einfach ignoriert. Er sagt, dass wenn wir wie sagt man das im Deutschen? Anästhetika, Betäubungsmittel benutzen würden, würde das pure Beta-Heteronon-Serotonin nicht mehr extrahiert werden können. Selbst wenn es die Befehle der Firma sind. Ich kann nicht glauben, dass das, was wir hier tun, ethisch ist. Ich bin mir sicher, ich werde an den schrecklichsten Platz, der existiert, geschickt, wenn ich sterbe. Oder vielleicht sollte ich sagen, ich bin dort bereits. Das war wirklich ein cooles Tagebuch, finde ich. Sehr dramatisch, sehr düster. Die Musik hat nicht wirklich gepasst, ne? Da wäre was Melancholisches besser gewesen. Anästhetikum. Okay, das klingt gut. Danke. Das nehmen wir. Anästhetikum. Muss man, glaube ich, meine Kopfhörer ein bisschen. Bei mir ist das Spiel gerade sehr laut. Wo zur Hölle? Ah, okay. Ich sehe schon. Einen Weg gibt's noch. Oh, komm, einfach durchlaufen. Die ignorieren wir jetzt. Ohne Scheiß. Lass dir irgendwie noch 15 Licker aus der Decke fallen. YOLO und so. Scheiß drauf, Digga. Die Algen sind ausgebrochen. Bitte vergiftet mich nicht. Ich habe nur ein. Ich habe ein Entgiftungsheilkraut. Ist schon okay. Hey, ich glaube, das Spiel könnte man mega gut speedrunnen, oder? Ich habe das Gefühl, 90% der Kämpfe hier sind komplett optional und man könnte es super easy durchlaufen. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Es gibt ein paar, glaube ich, Gegner. Es gibt, glaube ich, ein paar Gegner, die muss man töten. Aber ansonsten könnte man das Spiel wahrscheinlich irgendwie in 10 Minuten durchspielen. Ich muss jetzt mal schnell gucken, was hier. Speedrun. Resident Evil Survivor World Record. Ein Resi mit PvP oder einem Raid-Modus wie in Revelations. Das fände ich auch gut, auch wenn du es wieder gelöscht hast. Aber so ein Revelations-Multiplayer-Modus fände ich auch sehr cool. Würde mir auch gefallen. Okay, schnellster Speedrun 36 Minuten. Das ist ehrlich gesagt länger, als ich jetzt gedacht hätte. Ich dachte, man könnte das tatsächlich sogar noch schneller durchspielen. Aber ja, 36 Minuten für ein Spiel, das so... Jetzt schaue ich mal auf How Long to Beat kurz. Ich glaube, 6 Stunden sind da angegeben. Resident Evil Survivor. Genau. Oh, okay. Was? 2 Stunden steht da. 2 Stunden mit allem drum und dran. 4 Stunden, wenn man es Completionisten will. Ich spiele ja jetzt schon 2 Stunden oder so, ne? Aber dann sind wir wahrscheinlich bald durch jetzt. Ja, okay. Aber dann wundert es mich noch mehr, ne? Ein 2-Stunden-Spiel in einer halben Stunde Speedrun klingt gar nicht so unglaublich, ehrlich gesagt, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das geht schneller. Ich habe mit so einer Zeit von 10 Minuten oder so gerechnet. Ja. Ich laufe in die falsche Richtung, gut. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. ID-Card is required. Ich dachte, die hätten wir. Wir haben irgendeine Diskette gefunden, ne? Muss ich mal nochmal auf die Karte gucken. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mich nochmal umschauen.
Ah, ich kann mir schon vorstellen, ne, da hinten war irgendwie eine Sackgasse, die zu nichts geführt hat. Vielleicht hätten wir da irgendwo eine Diskette einsetzen müssen sollen. Oh, Licker von der Decke. Ich bleib leider an ihm hängen. Ah, beziehungsweise dieser blinkende Bildschirm. Da schauen wir mal hin. Ah, da ist irgendwie ein komisches Gitter, ne? Vielleicht können wir das öffnen. Ich finde das lustig, dass die Licker in dem Spiel, ne, für so einen eigentlich Lightgun-Shooter macht das natürlich voll Sinn, aber dass die so kurz in der Luft hängen bleiben, bevor sie zuschlagen, sodass man sie nochmal rausschießen könnte. But there is no power. Okay, alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück. Das ist irgendwie lustig. Hi Katka, wie geht's? Jo. Ja, ich bin sowieso eigentlich fit. Ich habe ja letzte Woche vor allem wegen kranker Katze eine kleine Auszeit genommen, weil der musste versorgt werden. Und leider ist er jetzt eben auch stationär aktuell beim Tierarzt. Aber es sieht ganz gut aus, dass der wieder heimkommt zum Wochenende. Schauen wir mal. Wird schon. Hey, ich muss wirklich, wenn ich eine neue Version von meinem Alle Kreaturen aus Resident Evil Video mache, muss ich die nackten Zombies als eigene Gegnertypen einführen. Weil die haben die spezielle Eigenschaft, dass die unsterblich sind. Und das ist was, das sollte man nicht einfach ignorieren, finde ich. Das unterscheidet die schon nochmal von normalen Zombies. Die sind nicht nur ein Skin. Zumindest eben in Resident Evil 1 und jetzt auch hier in... das sieht so verdächtig aus, aber irgendwie kann ich hier auch nichts machen. Genau, ich hab die Disc. Ah, gut. Irgendwie weird, ne? Man muss nicht zu dem Leuchtenden gehen, sondern eben gerade zu dem dunklen Bildschirm. Aber okay, Hauptsache es hat funktioniert. Weil ich, wenn ich mich recht erinnere, ne, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen tatsächlich, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich die ursprünglich einfach nur als normalen Zombie-Skin in meinem Video angegeben. Und ich finde, das stimmt nicht. Ich finde, die kann man schon als eigene Gegner ansehen. Warum muss ich hier nochmal was machen? Das wird mir irgendwie noch angezeigt. Puh, das war gerade sehr blinkig. Sorry, falls irgendjemand Probleme hat mit Dingsy hier. Schnellen, blinkenden Bildern. Das war auch für mich jetzt gerade ein bisschen unangenehm, tatsächlich. Jetzt Auto-Aim die doch, was ist denn los mit dir? Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich das komische Gitter hochlassen und da finden wir dann wahrscheinlich die Schlüsseldisk für dieses eine Türschloss und dann sind wir wahrscheinlich durch oder so. Keine Ahnung, gucken wir mal. Hallo, Herr Doktor. Was geht? Der Game Sound ist einfach maximal anstrengend, als würde die Platte den Sprung haben. Ja, das Spiel hat halt irgendwie, glaube ich, nur ungefähr 2 Soundtracks und die müssen halt einfach permanent spielen. Beziehungsweise gibt es dann Passagen, wo Nick spielt. Die finde ich eigentlich fast am angenehmsten, muss ich sagen. Ich meine, alle Resident Evil-Spiele haben gegen Ende so Action-Teile. Guck mal, die zucken auch. Na gut, das machen alle. Nee, Quatsch, vergesst es. Ich wollte gerade sagen, die zucken auch und das zeigt an, dass die unsterblich sind. Das ist ein totaler Blödsinn von mir. Ich nehme alles zurück. Habe ich nie gesagt, sorry. Weiter geht's. Ich speichere mal kurz. Wäre auch ein guter Soundtrack für das Spiel. Auch die markierten Kommentare von Mod lesen mein guter Streamer. Sieh ein Stück oben. Der Game Sound kann leiser gemacht werden. Ja, mit dem Game Sound haben wir schon, seit wir hier gestartet sind, zu kämpfen, weil das Spiel sehr schwankt, was das angeht.
Ich hoffe, dass gleich die laute Musik weg ist, dann müssen wir nichts ändern. Aber ich kann es ein bisschen leiser machen, mal auf jeden Fall. Hi, Kellen Kolb, wie geht's? Oh, wir haben hier anscheinend Gegner. Moment. Aber wie schön, die einfach stehen bleiben, ne? Na, ich kann mich noch nicht bewegen. Hallo? Ist das normal? Nee, das war irgendwie nicht normal, glaube ich. Okay. Aber war schon okay. Die sind auch sehr lahmarschig zum Glück. Ja, ich muss mal gucken. Theoretisch habe ich ganz viele Möglichkeiten mit meinem aktuellen Audio-Setup, wie ich das alles feintunen kann, aber leider stellt mir jedes Update alles wieder zurück, was ich da feingetunt habe, was super frustrierend ist. Und ich muss da mal schauen, weil ich bräuchte beim Stream, glaube ich, mehrere Regler immer präsent eigentlich, damit ich über verschiedene Quellen quasi die Lautstärke verändern kann. Weil letztendlich kommt jetzt bei mir bei OBS oder Streamlabs besser gesagt alles schon gemischt als eine Tonspur an. Ich muss das nur, ja, wie gesagt, ist halt schwierig. Spiele sind teilweise sehr unterschiedlich laut. Und wie gesagt, resettet sich leider gerne, was sehr frustrierend ist. Ich muss schon sagen, die Ivys, wie sie sie in Resident Evil 2 Remake dargestellt haben, sind schon sehr viel cooler als die Originalen, muss man schon sagen. Die Originalen sahen ein bisschen langweilig aus, kann man glaube ich sagen. Nicht sehr gruselig auf jeden Fall. Das kenne ich mit Updates, ja. Hab das direkt auf 6 Spuren aufgeteilt. Und dann kann man alle Inputs bei allen einfach mal einstellen. Ja, es ist mir immer ein bisschen nervig, wenn man nicht dran denkt. Aber ja, ich muss hier nur mein Setup nach und nach, ne? Nach und nach. Stream für Stream kommt wieder ein bisschen was dazu. Und irgendwann haben wir es dann. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann immer noch ein bisschen weiter basteln und testen und so weiter. Ich glaube, es kommt nie der Moment, wo man sagt, jetzt ist alles perfekt. Befürchte ich. Updates sind manchmal auch einfach gefühlt von Umbrella. Ja, das stimmt. Hey, wie oft Updates einem einfach alles zerschießen. Das ist wirklich nervig. Die werden schon mit ihren Trenchcoats geboren. Monsters on this island. Uh-oh. Als hätten wir nicht schon 20 davon erschossen, ne? Mit der Pistole einfach. Es ist ein bisschen eng hier. Wir werden wahrscheinlich wieder ein paar Treffer abkriegen, befürchte ich. Vielleicht können wir den ein bisschen hier in die Ecke kiten. Ah, hat funktioniert. Na wunderbar. Das sind halt auch immer so epische Kämpfe gegen die, ne? Es ist schon lustig. Ah, ich wollte gerade weglaufen. Guck, ist schon fällt er um. Die geben mir gerade sehr viele Granaten. Na, bin gespannt. Für was? Oh, ich müsste schon echt aufs Klo gehen gerade. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ach komm, lang ist es nicht mehr. Da spielen wir durch. Machen wir vor Veronica eine kurze Toilettenpause. Gucken wir mal, ob ich es durchhalte. Hallo, Shayuna, wie geht's? Der Schrei war sehr episch, das stimmt. ist der blutig? Crazy. Das Kind hat wahrscheinlich wirklich ein paar Zombies gekillt. Ja, Hunter mit dem Baseballschläger ist schwierig, verstehe ich. Ist das Kind super krass oder ist der Hunter super dumm? Man weiß es nicht.
Lott. Ich muss da immer an Gunnar Lott denken. Kennt ihr den? Videospieljournalist und Podcaster. Cooler Typ, Gunnar Lott. Ist lustig, dass das Kind so heißt wie er. Also ich glaube, das Kind heißt nicht Gunnar. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Für mich in meinem Herzen wird es immer Gunnar heißen jetzt. Tada! Hunter sind in dem Spiel echt dumm. Die KI ist grundsätzlich ziemlich kaputt in dem Spiel. I'm sorry. Ja, genau. Please forgive me. FXN, das ist emuliert. It's not your fault. Vincent is the one who caused everything. Well, I mean, I... You? What do you mean? You're the detective. Your name is Ark Thompson. What? Really? I'm not Vincent? Then why did you run away from me? Because I'm the one that told Vincent about you. Hello, I'm Vincent. Yo, danke, Katka. I've been transferred to this facility to inspect. Theoretisch habe ich im Kopf, wie es funktionieren würde am besten. I know Commander Vincent. Falls nicht, melde ich mich. So I knew that you weren't him when I saw you. What? A spy? Hmm. Thank you. You are a good boy, Lott. So then I'm Ark and not Vincent. Lott, do you know of any way to get off this island? My dad told me that there's a railway station up ahead from here. Das Voice Acting ist einfach so geil. Das ist halt auf Resident Evil 1 Niveau und das liebe ich komplett. I heard that it runs underground. Und auch wie die Figuren da stehen. I heard it okay. Runs underground. We'll use that. Let's go get Lily. Go ahead. Ganz natürlich, ne? We'll meet at the station. Der hat einfach den Groove, weißt du? Gunnar hat den Groove. Der kann sich nicht einfach stillhalten. Acting, waited. Verdammt, ich war zu früh dran. Nee, Survivor ist reiner Singleplayer, das hat gar keinen Multiplayer. Du siehst die Roboterstimme? Klingt einfach wie eine ganz normale Menschenstimme. Die hat nicht mal einen Effekt auf ihrer Stimme. Was super weird ist, weil das wirkt so, als hätte da eine normale Frau einfach mit so einer Roboterstimme reingesprochen. Was wahrscheinlich auch genau das ist, was passiert ist. Aber, weißt du, irgendwie ist das alles lustig. Das Spiel ist komplett lustig. Ich mag das. So, let's go. Selbstzerstörungsmechanismus. Das heißt, wir sind Richtung Finale unterwegs. Ich habe super viel Granaten und eine Magnum einstecken. Es kann losgehen von mir aus. Genau, Outbreak ist aber auch Singleplayer. That's right. Das war sogar nur in Japan im Original-Release Multiplayer-fähig. Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich glaube schon. Oh, yes. I remember everything. Leon ist aber auch kein guter Freund, ne? Er hier, Thompson, wird nie wieder erwähnt. Bam! Selbst die Laufanimationen sind geil. Alles ist großartig in dem Spiel. Ich glaube, es gab zwei Multiplayer-Ableger, Reverse Resistance. Ja, und davor gab es schon auch noch andere. Also Outbreak, wie gesagt, yes, im Original in Japan. I'm not aber Vincent. Auch, I'm Ark. Wenn man will, ne, kann man Resident Evil 5 und die Revelation-Spiele auch so ein bisschen mitrechnen. Aber wobei die halt nur eine Co-Funktion hatten. Aber ja. Nee, Wesker kommt nicht vor. Es gibt eine Notiz von Nikolai. Ich weiß nicht, ob wir die übersehen haben oder ob ich nicht gecheckt habe, dass die von Nikolai ist oder ob die noch kommt. Vielleicht habe ich es einfach verplant. Die hätte ich echt gern gefunden. Die kenne ich halt. Oh, da steht sogar. Nee, achso. Ich dachte gerade, in dem Raum steht Exit. Das ist natürlich Quatsch. Naja, okay. Aber ja, nee. Aber Wesker kommt nicht vor.
Hi Steffi. Gut, gut, soweit. Geht kaputt, ich muss hier schnell durch. Düt-düt. Wir treffen jetzt dann gleich eine ganz spezielle Prototyp-Variante des Tyrants. Auf den bin ich schon gespannt. Ich habe den ja quasi noch nie bekämpft, so in real, ne? Ich habe mich nur über ihn informiert. Aber hatte nie wirklich hands-on das Vergnügen. Bin ich schon gespannt drauf. It's locked. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier einen Schlüssel herkriegen. Hier sind sehr viele blinkende Monitore. Zum Glück haben die Spiele keine Hitbox. Hier ist irgendwas. Ich habe irgendwo Rollladen hochgemacht. Map of the Island. Muss ich nochmal zurück. Oh, Munition für die Magnum. Her damit. Yeah. Heißen Rounds im Englischen eigentlich Rounds, weil es einfach nur rund sind? Sie sind ja nicht mal rund. Also doch so Zylinder, ne? Aber das ist ja voll der dämliche Name, wenn ich so drüber nachdenke. Das sind rund, als würden die im Deutschen Rundis heißen oder so. Hast du noch ein paar Magnum-Rundis? Wie dämlich ist das eigentlich? Ich hasse den Namen. Komplett. Hä? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ist mir noch nie aufgefallen, dass Rounds einfach Round heißen. Das ist ja wirklich ein dämlicher Name. Okay, ich muss eine kurze Pinkelpause machen. Es hilft nichts. Wir schaffen es nicht schnell genug. Ich bin sofort wieder da. Sofort. Kleinen Moment. Ey, du hast vollkommen recht. McClyde. Die heißt bei uns auch Kugeln. Du hast vollkommen recht. Das ist wirklich super dämlich. So, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Genau, Spatz, da habe ich gerade auf dem Klo drüber nachgedacht. Das ist mir auch eingefallen, ne? Dass auch Kugeln im Deutschen bezieht sich wahrscheinlich auf so alte Bleikugeln aus so Frontladern und sowas, ne? Da macht das dann Sinn, weil moderne Patronen sind ja eher, ich weiß gar nicht, gibt es eine Bezeichnung für diese Form? Abgerundete Pyramiden oder so, keine Ahnung. Halb, schon fast Halbkugeln, aber eben nicht ganz. Ja, wurscht. Let's go. Viel zu viel Gedanken schon daran verschwendet gerade. Wird aber als allgemeiner Begriff verwendet, zumindest in Spielen. Ob es in Real Life auch so ist, weiß ich nicht. Rounds bedeutet Patronen. Ja, ja, genau. Das ist schon klar. Das ist schon klar, dass Rounds Patronen bedeutet. Mir geht es ja eben darum, dass ich den Namen weird finde. Aber wie gesagt, ne, so aus alten Zeiten abgeleitet macht das Sinn. So, irgendwo, ich würde gern die Nachricht nochmal sehen, die sie uns hier angezeigt hat. Irgendwo wurde ein Shutter geöffnet, aber ich weiß echt jetzt nicht wo. Ich kann mal versuchen, ob wir noch weiter zurückgehen können, was ich aber komisch finde. Hier in dem Zwischenraum gibt es einen Shutter tatsächlich, aber das ist nicht offen. Nee, zu den Lightgun-Shootern kommen wir noch. Das Blöde ist nur, dass in Deutschland einer indiziert ist. Ah, alles klar, jetzt funktioniert's. Deswegen werde ich nur einen der beiden spielen können. Das ist halt leider blöd. Finde ich schade. Ich würde gern beide spielen, aber das geht halt nicht. Also, weißt du, das ist so eine Grauzone. Es ist tatsächlich irgendwie fraglich. Da wird viel diskutiert, auch unter Juristen und Juristinnen, ob jetzt das Spielen von dem Spiel und auch
so ein Let's Play und so ein Stream, ob das jetzt tatsächlich eine Werbung ist und ob das tatsächlich problematisch ist und wie ist es, wenn ich den Stream auf ab 18 stelle und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, aber das Risiko will ich leider nicht eingehen. Deswegen werden wir, glaube ich, nur Darkside Chronicles spielen, weil Umbrella ist, glaube ich, der Indizierte oder andersrum. Die Spiele sind super identisch, was die Indizierung noch dämlicher macht, aber eins der beiden steht leider auf der... Ist das die B-Liste? Auf jeden Fall auf der Liste, die man wirklich nicht bewerben darf. Was komplett keinen Sinn macht. Und umso mehr würde ich mir wünschen, dass Capcom da vielleicht nochmal so Classic Collections machen würde. Es wäre so gut, wenn die einfach mal nochmal digital für die neuen Konsolen released werden würden, würde sich das die USK nochmal anschauen und würde das ganz sicher nicht mehr indizieren, weil es ja kompletter Quatsch ist. Und dann hätten wir es und dann könnten wir spielen. Aber aktuell ist es halt leider so, auch wenn das eine uralte Regelung ist, aber das verjährt ja leider nicht, wenn kein neuer Antrag gestellt wird. Was soll man machen? Okay, how to extract beta-hetero-non-serotonin. Also wie man das extrahiert. Um ein System der Massenproduktion von Tyrants zu etablieren, ist es absolut notwendig, dass während des Prozesses der Genkultivierung eine große Menge von Beta-Heteronon-Serotonin injiziert wird. Dieses Material ist eines, das im menschlichen Gehirn, ja, ein Bestandteil des menschlichen Gehirns. Es ist bekannt, dass das Material hauptsächlich produziert wird Pituitary of People at a later period of the sex characteristics. Ah, in der Pubertät! In der Pubertät! Okay, alles klar. Dieses zerebrale Material is produced in response to the excessive secretion of Noradrenalin, that is produced. Okay. Im Gehirnstamm als Reaktion auf Noradrenalin, bla bla bla. Noradrenalin ist das zerebrale Materialsekret, wenn People, wenn Leute in Situationen von extremer Anspannung oder Angst sind. Das Beta-Heteroserotonin existiert nur in aktiven Zellen, das kann man nicht von toten Hirnen extrahieren. Deswegen ist der beste Weg, es zu extrahieren, während dann und den Schädel der Subjekte aufzuschneiden, ohne Anästhesiemittel zu benutzen. Das führt dazu, dass das Sekret. Ja, und dann können sie halt das extrahieren. Vincent Goldman, Commander Tyrant Plants auf China Island. So, da gibt's doch auch so super weirde Verschwörungstheorien mit Bill Gates und so, die genau das, glaube ich, auch irgendwie aufgreifen, ne? Macht Bill Gates am Ende einfach nur eine Tyrant-Armee? Das glaube ich ab jetzt. Was stand da? Ich kann's leider, ich hab's versehentlich weggedrückt. The creature has been cultivated here. Okay, hier haben wir ihn schon. Den neuartigen Super-Tyrant, der hier vorbereitet wird. Jeden Moment ist es soweit. Beschlagnahmt ist das, was du suchst. Das, was man nicht besitzen oder bewerben darf. Besitzen darf man's. Indiziert ist, darf verkauft, aber nicht beworben werden. Genau das meine ich. Indiziert ist es. Es darf verkauft werden sogar, aber es darf nicht beworben werden. Unter der Ladentheke geht's, ist vollkommen in Ordnung, aber nicht offiziell. Und da ist eben die Frage, bewerbe ich das, wenn wir das hier im Stream spielen? Da würden eben viele Juristen und Juristinnen sagen ja, viele sagen nein. Ich will nicht mich auf Gerichtsprozesse einlassen, die das klären für mich. Deswegen lassen wir es einfach. Also es ist nicht beschlagnahmt. Manche gehen ja sogar so weit, dass wenn ich hier die Namen sage, dass man das schon als Werbung auslegen könnte. Aber das wird eigentlich allgemein als viel zu weit gegriffen und übertrieben angesehen. I can't believe you're not dead yet. You're human.
You must be the leader of the cleaner unit sent by Umbrella to destroy the evidence of this biohazard. Whatever! I don't have time for your pathetic games. I am already Pollux. The self-destruction system. Umbrella Chronicles, please. Gone in a matter of minutes. Adios, Ark. Bitte gib dem Mann einen Oscar. This can't be. Großartig. Hier haben wir den Magnum, die Magnum. Ich glaube aber, das ist nicht der Endkampf. Soll ich überhaupt gegen den kämpfen? Wisst ihr was? Ich laufe jetzt weg. The door won't open. Okay, alles klar. Dann let's go. Wow, wie der Bildschirm wackelt, wenn ich das mache. Huiuiuiui. Oh, guck mal, die Munitionsanzeige unten. Ich sehe sogar die leeren Hülsen dann noch quasi in meinem Magazin. Oh, das ist aber schön gemacht. Das gefällt mir gerade voll, das Nachladen. Super schön. Da bleiben quasi die leeren Patronenhülsen in meinem Revolver logischerweise drin. Und dann, wenn er leer ist, fallen die alle so der Reihe nach raus. Ah, das ist ja super schön gemacht. Mag ich gerade sehr gerne. Der macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, ist sehr schön gemacht. Man hört es auch, ne, wie die uns auf dem Boden schlagen. Also für die technischen Möglichkeiten des Spiels und so ist das sehr schön, finde ich. Mit dem Patronen hier von der Magnum. Nice, nice. Ja, ich finde es wirklich schade, dass wir ausgerechnet das nicht spielen dürfen, weil das halt auch für die Story sehr wichtig ist. Es gibt ja ganz viele Spiele in der Haupt-Resident Evil-Reihe, die an sich erstmal gar nicht so viel Story haben. Die Story wurde nachträglich dann im Grunde erst dazu oder umgeschrieben. Und da sind eben Darkseid Chronicles und Umbrella Chronicles zwei ganz wichtige Spiele für die Story und die Lore des Ganzen. Umso blöder finde ich es, dass ausgerechnet von den beiden eins fehlen wird in unserer Reihe hier. Wirklich schade. Aber hilft nichts. Ich müsste mein Gewerbe irgendwie in Irland anmelden oder so. Dann könnten wir das ohne Probleme machen. Vielleicht sollte ich das tun. Es wäre so viel unkomplizierter in vielerlei Hinsicht. Okay. Die habe ich schon ganz vergessen. Die gibt's ja auch noch. Ich speichere mal eben kurz. So, nehmen wir die Handgun C. Die Wildkatzenfrösche im Taucheranzug. Ich denke mal, die sind wahrscheinlich sehr billig zu produzieren, oder? Weil ich meine, come on, Umbrella, was ist das? Gunnar! Und das Mädchen. Die geile Nicht-Roboter-Stimme wieder. Hallo? Jetzt, das dauert manchmal so lange, bis man sich bewegen darf. Also ich habe bis jetzt jedes Spiel auf meinem Kanal gespielt, was nicht beschlagnahmt ist. Die einzigen Spiele, die ich mir nicht sicher bin, ob ich sie spielen solle, sind Spiele wie Wolfenstein. In der indiziert unzensierten Fassung. Es ist alles halt schwammig und schwer zu sagen und halt absolut nicht mit modernen Medien im Hintergrund auch einfach, ne, geplant und formuliert und so weiter. Deswegen ist das alles
Ich habe mich auf YouTube umgesehen. Ganz viele deutsche Let's Player haben das einfach auf ihrem Kanal, ne? Und wahrscheinlich wird es auch keine Probleme geben, aber ich weiß halt auch wieder nicht, wo die ihr Gewerbe zum Beispiel angemeldet haben. Das macht halt einen großen Unterschied. The shutter for the platform is down. You can't move it. Under these circumstances. Ich war doch schon da vorne. Ich konnte nichts machen. Spiel. Hier, jetzt geht's. Na dann. Ja, ich glaube aber, ich bin mir da aber auch nicht sicher, Jules, aber ich glaube, die fliegen nur von der Liste, wenn dann irgendwie nochmal ein Antrag gestellt wird. Das geht nicht komplett automatisch, dass man einfach nichts macht. Oh Gott! Oh Gott! Jetzt machen die mich gerade ein bisschen fertig, weil ich sie so viel ausgelacht habe im Spiel, ne? Jetzt wollen sie es mir nochmal beweisen, dass sie es doch drauf haben. Ich dachte gerade, ich kann einfach durchlaufen, weil sie eh trotzdem sind, aber das war keine gute Idee. Muss ich zugeben. So, jetzt aber. Let's go. Du hast kein Gewerbe angemeldet. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Okay. Machst du das dann einfach über... Ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn man nur ein bisschen Einnahmen hat. Hast du Einnahmen? Ich glaube, da musst du ein Gewerbe anmelden. Aber ich werde es keinem verraten, keine Sorge. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt. Vielleicht kannst du das auch irgendwie einfach als Nebenerwerb angeben. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Steinschlosspistolen benutzen Kugeln. Genau, statt Patronen. Ja, genau. Das war ja meine Theorie, dass daher auch die Begriffe Rounds und Kugeln kommen. Einfach von Frontladern. Wie ist das zum Beispiel mit Resi 3? Die deutsche Fassung ist stark zensiert. Und ab 16. Das sind lauter so Fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin weder Jurist noch... Oh Gott, ist er jetzt Dracula geworden? Er sah gerade wirklich ein bisschen aus wie Kain aus Blood Omen. Okay, Bosskampf. So, schießen wir die letzten Magnum-Patronen, die wir haben, in den Reihen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Und danach kommt die Waffe, die sehr effektiv gegen lebende Dinge ist. Und dann kriegen wir den schon klein, hoffe ich. Halt, stopp! Ich speichere einmal kurz. Ich finde es irgendwie so bescheuert, dass das Spiel keine Speicherfunktion hat. Das ist wirklich ein bisschen gemein. Wow! Er hat sein Game upgradet. Im Vampir-Modus ist er ein bisschen krasser. Springen. Das ist eine unfaire Superpower. Huiuiui. Haben wir noch Kugeln für die Magnum Hunter? Nee? Okay. Die Magnum ist aus. Dann gehen wir jetzt weiter zum Säuregranatenwerfer. Huiuiuiuiuiui. Sieht aus wie Batman. Ja, ohne Cape, ne? Meine Güte, der ist ein bisschen nervig geworden. Oh. Chill mal kurz ein bisschen. Wisst ihr, gerade wenn es um so ganz alte Spiele geht, wird das mit diesen ganzen Indizierungen und so weiter was sein, das in Wirklichkeit niemanden interessiert. Absolut niemanden und seine Oma interessiert das. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich komplett scheißegal. Das ist alles nur rein hypothetisch und so weiter. Aber man weiß es halt leider nicht, ne? Das ist halt das Problem. Es gibt halt keine Sicherheit da. Ich hatte doch noch genau ein paar Feuergranaten.
Als ob wirklich irgendjemand irgendwie Probleme kriegen würde, weil er auf Twitch, keine Ahnung, Hexen streamt oder weiß ich gar nicht, ob der in Deutschland indiziert oder verboten ist, aber irgend so einen alten 2D-Shooter, der niemanden interessiert. Ist doch Quatsch, aber trotzdem, theoretisch ist es halt so. Zum Glück hat der ziemlich faire, wie sagt man das, Hit-Sounds, also eher an mir, Treffer, also, ja, keine Ahnung, egal. Ich wollte damit nur sagen, er trifft mich sehr oft nicht, egal ob ich auf und zu oder vor ihm weglaufe, er haut Luftlöcher, das finde ich ganz schön. Spiele, die man auf Twitch wirklich nicht spielen sollte, sind die, die Twitch selber verboten hat. Da gibt es ja ein paar. Sind auch ein paar weirde Kandidaten dabei, muss man auch sagen. Aber da kriegt man wahrscheinlich wirklich sehr schnell Ärger. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Irgend so ein komisches, weirdes BMX-Spiel darf man auf Twitch nicht streamen. Weil irgendwie, glaube ich, das ist uralt und super hässlich, aber es gibt da irgendwie Figuren mit nackten, weibliche Figuren mit nackten Oberkörper. Weirde Pixelbrüste. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist manchmal schon lustig irgendwie. Naja. Ah, der letzte Schrotflintenschuss. Bam! Sehr schön. Uh-oh. This isn't even his final form. Ich habe meine ganze Munition an den verschossen. Das wird gut. Welche Spiele sind denn auf Twitch verboten? Das ist mir neu. Kannst du einfach mal googeln. Die Liste ist bekannt. Also die natürlich kommunizieren die das auch ganz deutlich. Es gibt eine Handvoll Spiele, die sind wirklich laut Twitch nicht erlaubt. Und eigentlich immer nur wegen Nacktheit. Oh, glaube ich zumindest. Oh Gott. Oh, ich bin in Danger. Ich bin in Gefahr. Hallo, Aruru, wie geht's? Oje, oje, oje. Und es wird viel darüber diskutiert, dass Frauen in Zukunft auch oben ohne im Sommer rumlaufen dürfen. Dann ist das Spiel sicher auch wieder erlaubt. Ja, hey, ich finde das so lächerlich, Leute. Diese ganze Warum? Ich verstehe nicht, warum Leute Angst vor weiblichen Brüsten haben. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich finde es mega weird, dass das irgendwie so... Oh, ist das irgendwie obszön und verboten und bla bla bla. Finde ich mega weird. Was soll denn das? Meine Güte. Chillt doch einfach mal euer Leben ein bisschen. Naja. Der springt jetzt immer wieder in die Dunkelheit, ne? Und macht so Stealth-Attacken. So einfach ist das. Und jetzt schießt ich ihm aus nächster Nähe mit dem Granatenwerfer ins Gesicht. Das ist bestimmt auch für mich eine sehr gesunde Idee. Oh, das war gerade der beste Granatenwerferschuss ever. Für mich. Hey, ich muss den jetzt gleich downpisteln, befürchte ich. Ich habe deinen Tipp nicht gesehen, nee, aber ich will auch gar nicht großartig gespoilt werden. Versuchen wir es erstmal blind casual. Komm schon. Dammit. Bleib doch jetzt mal 5 Minuten stehen. 5 Minuten wäre echt nett, aber 5 Sekunden würden auch schon reichen. Aha, jetzt wo ich keine Munition mehr habe.
Du kleiner Arsch, du. Meine Güte. Haben wir, ich glaube, jetzt ist es wirklich. Oh, wir haben noch ein bisschen Schrotflinte. Okay, let's go. Okay, wir haben keine Schrotflinte mehr. Wahrscheinlich muss ich sein Herz treffen. Ne? Da hat er. Ich habe das Gefühl, da hat er gerade anders reagiert auf sein Herz. Dammit. Ich versuch's doch einfach mit Tanken hier offensichtlich. Nicht mehr sicher, ob der nicht unsterblich ist. Ich weiß jetzt auch nicht recht. Oh nein, er hat mich getötet. Oh, damn it. Ich glaube, ich muss irgendwas anders machen, oder? Der hat ein bisschen, der hat ein bisschen viel eingesteckt für meinen Geschmack. Hallo, Kater. Was schleichst du hier so rum? Er will mich sabotieren. Welches ist denn das nächste Resi im Stream? Heute, wenn wir jetzt heute noch fertig werden mit dem Spiel und ich hoffe mal, wir hängen jetzt nicht so lange an dem Boss, machen wir gleich mit Code Veronica weiter. Silent Hill gibt's dann morgen. Kater, du musst jetzt bitte vom Schreibtisch weggehen. Komm mal her. Okay. Nein, er ist nicht unsterblich. Genau, das Herz, habe ich mir schon gedacht. Müssen wir nochmal gucken. Ich hätte eh noch viel Heilung im Inventar gehabt. Ich dachte nur, der tötet mich nicht so schnell. Naja, okay, okay. Oh, dammit, ich habe wirklich an einer blöden Situation gespeichert. Das heißt, wir... Ich habe noch Granaten. Was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe noch natürlich Handgun, ist klar. Ich habe noch hier eine Heilung. Oh, ich habe auch nur noch zwei Superheilungen. Ich habe gar nicht mehr so viel Heilung. Na dann. Schauen wir mal, dass wir mit dem Granatenwerfer ins Herz schießen. Oh, der ist aber auch schnell. Das als Treffer ins Herz eigentlich? Okay, das war's. Ich glaube, jetzt ist wieder Pistolenzeit. Komm, wir haben schon ganz andere Viecher mit der Pistole niedergeschossen. Also alles gut. Ich kombiniere jetzt mal die Kräuter, damit das Inventar ein bisschen übersichtlicher wird. Genau, wir haben zwei Mixed Herbs, sehr viele leere Waffen. Okay, alles klar. Na dann, let's go. Ich muss nur mal eine Strategie finden, wie ich am besten gegen den kämpfe. Der ist irgendwie sehr schnell und nervig. Oh, das ist sehr gefährlich. Da macht er echt viel Schaden, wenn er das macht. Okay, komm. Also den einfach wegtanken funktioniert leider auch nicht so gut, glaube ich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sein Herz treffe. Der reagiert nicht wirklich drauf, ne? Und der blutet aber auch nicht anders. Auto-Aim geht leider auch immer eher auf seinen Kopf, leider. Was in dem Fall nicht so gut ist.
Vielleicht müssen wir jetzt einfach sehr geduldig sein und genau das jetzt ungefähr 2 Stunden wiederholen oder so. Funktioniert zumindest ganz gut. So. Schießen und dann, wenn er angreift, rückwärts gehen, dann nochmal schießen. Ja, weiß ich nicht. Hat jetzt gerade nicht so gut für mich funktioniert. Ich bleib bei meiner Strategie gerade. Die hat ganz gut funktioniert. Also ich hoffe, das Spiel ist so nett, dass ich dem wenigstens auch ein bisschen Schaden mache. Ohne, dass ich unbedingt... Ah, guckt. Hat sich schon erledigt. Ich halt die Klappe. Alles gut. Bam. Loser. So nämlich. Prost. Hurry! Er war wirklich nur ein Bullet Sponge. Ich bin bis jetzt gerade nicht hundertprozentig überzeugt, dass er jetzt wirklich eine Schwachstelle ist. Weil der Spieler hat das nicht so klar kommuniziert. Aber es wäre logisch. 9, 8, 7, 6. Ich überlege die ganze Zeit, mir fällt der Name von dem Tyrant nicht ein. Hypnos, glaube ich, heißt der oder so. Na gut. Thomas Ark, glaube ich, heißt unsere Hauptfigur. Killt einfach mal ungefähr 20 Tyrants. Einer davon super experimenteller Top-Tyrant mit einer Pistole. Cool. Das setzt irgendwie alle anderen Resident Evil Hauptfiguren in ziemlich schlechtes Licht, muss man sagen. Der Kerl ist einfach eine Ein-Mann-Armee. Oh oh! Hat ihn jetzt die Explosion hochgeschleudert oder wie ist er genau an den Hubschrauber gekommen? Das ist ja voll das Total Recall-Ende. Nicht Total Recall, True Lies ist das, oder? Oder ist es Last Action Hero? Welcher Schwarzenegger-Film? Irgendein Schwarzenegger-Film, ihr wisst es bestimmt, oder? Wo der Bösewicht mit der Rakete weggeschossen wird. What are we gonna do, Mister? Yeah, what are we gonna do? I don't know. But don't worry, we can fly as long as we have fuel. True Lies war's, ja, genau. Ich habe auch kurz überlegt, ob Stirb langsam hätte sein können, aber nee, glaube ich nicht. Yay, das Knuddel, vielen, vielen Dank für deine Bits. Glückwunsch, wieder ein Resi fertig. Und wie? In sehr schnell. Das war ein sehr kurzer Resident Evil Teil. Ach ja, genau. Twitch gibt aktuell Bonus Bits auf Twitch. Ich glaube irgendwie 10% ab 300 Bits oder sowas kriegt man nochmal obendrauf geschenkt. Also doppelt danke, das Knuddel, für diese weihnachtlichen Bits, die jetzt quasi geboostet sind auch noch. Dankeschön. Hubschrauber Richtung Sonnenuntergang. Hubschrauber Richtung Sonnenuntergang ist schon in vielen Resident Evil Teilen definitiv das Ende. Aber in 4 ist es ein Jetski Richtung Sonnenuntergang. Wichtig ist, dass es ein Fahrzeug ist Richtung Sonnenuntergang, glaube ich. True Lies hätte ich mir heute holen können, habe mich aber für Piranha entschieden, also das Remake. Okay. Aber man müsste fast mal irgendwie mal wieder so einen Schwarzenegger-Marathon machen, oder? Schwarzenegger hat schon in sehr vielen, sehr coolen Actionfilmen mitgespielt. Thompson heißt eigentlich Helikopterdurchfall. Was? Hä? Oh. Löffelkreis, vielen, vielen Dank für die super großzügige Bitspende. Dankeschön, das ist ja richtig viel. Guck mal, was Twitch da oben drauf legt. Meine Güte. 250 Bits to Löffelkreis 0 SG. Dankeschön, das ist ja echt super nett von dir.
Dir auch frohe Weihnachten. Dankeschön. Nice. Ich hatte vorhin schon gefragt, aber würdest du auch mal Legacy of Kain-Reihe streamen? Also theoretisch mag ich vor allem Blood Omen 2 voll gerne und hätte da überhaupt nichts dagegen, aber das ist halt jetzt nichts, was so direkt auf meinen Kanal passt, ne? Theoretisch kann ich mir vieles vorstellen, aber jetzt machen wir erstmal Resident Evil und andere Survival-Horror-Spiele. Weil er aus dem Helikopter... Ja, das wie am Anfang in die Welt gespawnt wird, ist super weird, ne? Da macht wirklich der Helikopter so... Und dann auf einmal liegt er da. Das erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Resident Evil 3, wo Jill ja auch so weird aus dem Gebäude gebombt wird. So ein bisschen ist das hier mit Thompson auch. Ah ja. Ach ja, das war schon ein nettes Spiel, ne? Das war schon ein lustiges kleines Spiel. Das ist so für zwischendurch, fast schon zur Entspannung zwischen den richtigen Resident Evil Teilen, war das ja ganz nett. Kann man schon mal durchspielen. Warum nicht? Ist jetzt nichts, wo ich sage, wenn man das noch nicht gespielt hat, muss man es unbedingt mal nachholen. Warum steht da Cleartime 1,55? Das kann irgendwie überhaupt nicht stimmen. Nicht mal ansatzweise. Wir haben nämlich letzten Stream 2 Stunden gespielt und diesen Stream auch 2 Stunden. Ich habe 4 Stunden habe ich das Spiel gespielt. Na gut, wenn der Pausen und sowas rausrechnet, Inventarmanagement, Texte, die man liest, dann kann ich es mir vorstellen tatsächlich. 76% durchschnittliche Trefferchance und 161 Monster gekillt, 0 Continues gebraucht und weiß nicht genau, was das bedeuten soll. 5 von 8 Sternen. Hätte es mehr Waffen in dem Spiel gegeben, die ich übersehen habe? Keine Ahnung. Interessant. Ach, jetzt darf ich speichern. Ach, kann man jetzt ein New Game Plus mit den Waffen, die man gefunden hat, machen oder sowas in der Art? Okay. Lieber Landsquid, kannst du mal Parasite Eve 2 als Thema durchnehmen? Interessiert mich zumindest auch. Finde ich eine coole Reihe, ja? Auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, das Spiel hat sich beim Speichern aufgehängt, aber ist zum Glück auch nicht mehr notwendig. Hey, dann machen wir jetzt noch mal kurz Pause. Machen wir schnell 5 Minuten Pause. Sagen wir mal 5 Minuten. Ich denke, das reicht, dass ich alles hier fertig mache, damit wir dann mit Code Veronica anfangen können, dass ich zum Glück über die Xbox spielen kann und werde. Deswegen kein Emulator mehr und keine Probleme mehr, was das angeht. Dafür auch kein jederzeit Quicksaven. Ich hoffe, wir werden nicht irgendwo super frustrierend sterben und müssen ganz viel nochmal machen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres in Spielen. Aber ja. Ja, wie vorhin schon mal gesagt, gibt es öfters im Spiel 3 Wege, zwischen denen man entscheiden muss. Ich muss die ganze Zeit an diese eine Passage denken, wo ich in den Steinbruch gelaufen bin und es hätte 2 andere Türen gegeben. Habe mich die ganze Zeit geärgert, dass ich da nicht reingeguckt habe. Das war dann wahrscheinlich das. Naja. Also Parasite Eve ist grundsätzlich cool. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns das mal angucken. Gerade arbeite ich gerade übrigens an einem sehr interessanten Video zu Silent Hill 2. Ich hoffe, das wird fürs Weihnachtswochenende fertig. Michael ist ja zufällig nämlich, also mein Co-Podcaster bei Coffee Cake and Games, ist ja zufällig ein riesen Silent Hill Experte. Der hat ja auch sogar zu der Interpretation von Silent Hill 2 eine sehr ausführliche Arbeit geschrieben und der hat mir dabei geholfen, vor allem die Kreaturen im Spiel Silent Hill zu interpretieren und die ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Video. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt, genau, 5 Minuten Pause. Und dann geht's weiter mit Code Veronica. Ich freue mich drauf. Bis gleich.